50 Jahre Berner Tonjäger. Wir danken an Edison, Berliner, Kudelski, Studer und einfach allen Gründer und Pionieren oder Tonaufnahmen. Ich persönlich danke meinen Eltern, die mich schon früh mit Tonbandgeräten haben spielen. Anlässlich vom 25-Jahr-Jubiläum haben die Tonjäger im Shoppiland Schönbühl eine Demonstration gemacht. Davon gibt es super 8-Aufnahmen. Moderne Menschen schreiben nicht mehr Briefe langweilig auf Papier. Sie mixen noch ein bisschen Musik dazu. Ja, geh la flicken. Der Hermegut. Kennt ihr Tonjäger? Für die, die es aber noch nicht kennen, die haben heute Gelegenheit, sie kennenzulernen. Eine Videoaufnahme von mir gibt es seit dem Juni 1980. Ich will jetzt Ihnen sagen, warum der dort auf dem Fernsehschirm und auch Polizisten immer schräg Köpfe machen. An einem Ort muss doch das Hirn zusammenkommen, nicht? Also, darum redet er da. Schauen Sie mal, wie ein Pfarrer tut er mit dem Handy, nicht? La, la, la. Also, wir sind hier im Schaltzentrum, das Schaltzentrum von Bern. Also, die Schaltung, die wir einfach dann mit dem Regler aufziehen, dass wir da auf Basel verbinden oder auf Bern oder auf Zürich das Programm abnehmen. Am Berner Rallye 1980 haben die Tonjäger zuerst mal eine Video-Equipe gesehen. Die von Thomas Schäfer und mir. Segelflüger gsi, auf der Rhön-Lehre habe ich die Schulung gemacht, also zuerst lehre Segelflüge. Das ist eben Gruppenbild mit Foto. Wo ist noch ein Strahl? Wo ist noch ein Strahl? Ja, ja. Kamera. Ja, ja, ja. Als nächstes sieht er, wie man 1980 eine IWT-Arbeit hat gemacht. Auch wenn es darum geht, Jury zu loben, hilft natürlich unsere IWT-Maschine. Also, geschnitten. Und das sieht so aus, zum Beispiel. Das liegt jetzt einfach hier in Stückchen auf verschiedenen Brettern an den unmöglichsten Orten. So. So, jetzt wird das einfach rausgezogen, da kommt die Markierung. Rein damit. Und ran damit. Abstreifen an einem Ort. So. Das ist noch etwas kürzer. Thank you.
1981 hatte Tonjäger an Stand. Die Beteiligung ist noch am Anfang, gell? Dann zumal hat man nicht nur Fernsehleute und Radioleute gesehen arbeiten. 52 Jahre schauen jetzt, dann wird es auch ins 1981. Hier der legendäre François Mörner. Der Albrecht Gasteiger von der Sanyo hat auch das erste Mal eine CD präsentiert. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass es mir gelungen ist, diese Attraktion, sowohl sogar Sensation, hier an der Fähre zu bringen, denn an sich war das erst für die nächste Woche stattfindende Funkausstellung. Herr Gasteiger, wie macht man eine Digitalaufnahme? Das bedeutet, Sie schauen am Anfang so einigermaßen, dass es nicht allzu sehr ins Rote geht, dann gehen Sie Kaffee trinken. An der Fähre hat man einen Haufen Geräte gesehen. Nicht nur Videodisc und PCM-Rekorder, auch extrem viel Tonbandgeräte. Der Tonjägerstand war gerade nach dem Pavillon von Radio 24. Wir sind einmal zu einem Interview eingeladen worden. Sag mal, die exklusivste, das ist, die habe ich mir dankt aufgenommen. Und zwar wohnt die auf dem Land. Die hat Katzen und natürlich auch Mäuse. Und wir machen eine Aufnahme, wie eine Katze am Ausfressen. Um Gottes Willen. Also, man sieht, die Tonjäger sind hart im Nähen offenbar. Radio 24 hat uns inspiriert. Im August 81 haben wir unser Radiololo gestartet. Es ist 11 Uhr. Radio Lolo bringt Nachrichten. Bern, nach dem Motto, jedem sein eigener Schawinski, haben nun auch Stadt und Region ihren eigenen Lokalsender. Da ist der Ton. Ja. Ich habe eventuell irgendwas Menürezept mal ja, das kann lesen, ich als Berry, so von einem Dessert. Jetzt vielleicht nachher, gerade nach dem Show, das lesen, die Zeit vorbereiten. Wir hören jetzt ein Stück Fotosession. Die Spitze, das ist volle Stück rein. Schön, gerade am Anfang. Und was nachher? Reicht doch nicht. Sie sehen, der Höhepunkt von einem Galaktika-Abenteuer. Am 11. September die zwei Seiten der Gerechtigkeit. Soweit die Nachrichten, jetzt der Wetterbericht. Die allgemeine Lage, das flache europäische Tief und die über Frankreich liegende Gewitterzone verlagert sich langsam nordwärts. Radio Lolo auf 101,0 MHz. Eine kleine Nachtmusik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht einen schönen Abend. Unter dem Titel Eine kleine Nachtmusik habe ich für euch viele schöne Melodien zusammengestellt, die wir uns während der nächsten ca. 55 Minuten werden anhören. Ich gehört, ob du das schon angesagt hast. Das sage ich gar nicht. Ja, bei solchen Klängen schlafen wir natürlich leicht ein. Aber jetzt wieder ein bisschen etwas zum Wecken, und zwar auf Italienisch. Der, wie heisst er schon wieder mit sich? Come in Jukebox. Wie heisst er? Voilà, das ist natürlich der Eduardo Benato. Natürlich. Jetzt müssen sie halt hier oben runter, das Loch ab. Wo wir nicht genommen sind. Ja.
Ist richtig? Ja. Aufnahme, los. Ja, das ist natürlich schon schön, wenn die Plätze weisen. Ja, jetzt bin ich noch nie da oben gewesen, zum Schwimmen. Ja. Ich habe nur einmal auf ein Standli gefreffelt. Dass ich kann. Hm? Jetzt bist du da. Beim weiteren Aufsteigen durch den Strässli in die Landschaft raus, haben wir zwei schwarze Büsali getroffen. Ich ins Geräusch ausblende und wenn du den Finger aufhebe, dann sagst du, es war aber niemand daheim gewesen und wir sind in weiteren Kirche raufgelaufen, oder? Mhm. Während dem Ausblenden kannst du schon in seinen reden, oder? Ja, gut. Drei. Ja. Sechs Strafpunkte. Ja, also. Das muss fahren. Jawohl! Und bei diesem Bach haben wir ja unsere Zwischenverbrechung gefunden. Frische Waldhimbeere. Der erste, zweite Rang, wo ich jetzt mit mir, also mit Michael Kirsch zusammen oben ausschwingen um ein Pünktchen. Ich begreife ein bisschen die Frustration vielleicht vom zweiten und dritten, die da knapp geschlagen sind. Der Helmut fehlt noch. Wir machen den Fotomontage. Nein, ja, ich kann ein Wunschtraum für manchen Tonjäger war sicher gewesen, der Besuch vom Tonstudio Sinus in Bern. Dort, wo Leute wie Polo Hofer, Andreas Vollenweider und viele andere Berühmtheiten ihre Platten aufgenommen haben. Der Peter J. McTaggart hat uns durch die 24-spurige Wunderwelt geführt. Ich zeige euch ein Band, das jetzt hier, nicht? Das ist einfach ein, so ein Beispiel. Das ist jetzt Lapsen, 24 Spuren. Erste Spur. Bauke. So viel Knöpfli. Und was sagt der Tonmeister? Man schaut besser, dass das schon beim Mikrofon stimmt. Dass man nicht zu viel muss entzerren, weil die Equalizer die zerstören die Phasenfigur. Je weniger man entzerrt, desto besser. Das ist auch so eine alte Weisheit. Nicht? Generell, man muss einfach wissen, was man will. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man lernen, es möglichst schnell so zu machen, wie, was man will hören. Aber man muss zuerst wissen, was man will hören. Nicht? Ich muss immer wiederholen, dass es wenig um die Technik geht. Die Technik soll unmerklich sein. Der arme Künstler soll nicht frustriert werden durch zu lange Suchereien auf dem Band und zu lange Ansagen und zu lange irgendwelche technischen Troubles, sondern wenn er will jetzt spielen, dann muss das Rotlicht angehen. Weil die müssen schon was können. Ich kann hier nichts machen. Ich bin Processing und sie sind Creating. Oder sie machen die Musik und ich bearbeite sie. Und wenn die das nicht machen, kann ich es auch nicht machen. Wissen Sie, ich kann noch so gut aufnehmen, das nützt nichts. Schlechte Musik können Sie noch so gut aufnehmen, das wird nichts. Gute Musik können Sie auch schlecht aufnehmen. Egal, oder? Das ist einfach jetzt mal, muss die Hierarchie ein bisschen sehen, was ist wichtiger, oder? Grüß euch, wir sind hier im total leeren Studio 94. Also in dieser Ecke hier sollte mal wieder etwas stehen kommen. So, und jetzt wäre es so weiter. Ihr seht zuerst mal hier sozusagen das Hingert Studio 94. Das neue Studio 94 hat natürlich auch der CDC-Präsident Daniel Frey interessiert. Jetzt werden wir los, jetzt hast du jetzt. Früher
Sicher jemand hat er dann noch gesagt, wenn runtergekommen sind, Scheissdreck. Aber jetzt, seit es Frida gibt, ist er Fan. Also irrsinniges Lied von der Frida, aber ihr LP, ja, wie heisst es, die LP schon wieder? Something Going On und so heisst auch das Lied. Oder mal ähnlich. This is Radio Lolo. Radio Lolo. Ein grosser Förderer der Berner Tonjäger, besonders von uns Jungen zu Bern, ist der Fritz Ebi. Wir besuchen ihn in seinem Ferienhaus im Tessin. Aus Eigentümer von. Heute könnte man das zu diesem Preis nicht machen. Es ist jetzt 25-jährig. Das hat dann die reine Bauerei hat etwa 80'000 Franken gekostet. Wir haben das neue Studio 94 komplett ausbauen und ihr Kaffeebar Schalimar aufbauen. Nine below zero. Ist der Flash-Jingle ready? Gut. Ihr Nachrichtenredaktion hilft der Walter Kupferschmied. Ja, wenn es etwas Neues gegeben müsst ihr so anschauen. Ich weiß nicht, was ich habe da keine Ahnung, was gelaufen ist. Sonst kannst du mir sonst politisch so ein bisschen geben, ja. Oder? Gut, ja. So, was so Ding ist. Was nicht zu viel machen, wenn ihr schauen, dass wir irgendwie noch einen Aufhänger hätten. Das ist klar, das sei es da hier. Was sei es? Ist frei gekommen? Ja, ja. Das ist überhaupt völlig offen. Ah, das kommt nachher, wie wir nachher machen. Was du oben herschreibst, ist immer Ziele. Wir begleiten einen von vielen Radio Lolo Reporter bei der Arbeit. Also ich bin für Radio Lolo und mache auf dem Amplit. Jetzt, das hat nicht viel Wahl. Nein. Ist gut gelaufen? Ja, prima. Zufrieden. Gut. Und jetzt ist okay, der Abend. Okay. Zurück ins Studio. Ich denke, das kann alles kaum, was man nicht kann. Isolationsfläche sein, dass ihr die schlechten Töne von den guten könnt trennen könnt. Auch diesen Schirm möchte ich euch übergeben. Merci vielmals, Biri. Zum Schluss von diesem Video noch ein paar Bilder vom Jubiläum 30 Jahre Berner Tonjäger. Die Spulenmaschinen verschwinden zugunsten der Kassettengeräte, von denen es heute in jeder Haushaltung mindestens eines hat. Und wenn Sie bedenken, dass Grund und Philips die Produktion von Spulenmaschinen aufgegeben haben und nur noch Kassettengeräte produzieren, könnte man meinen, dass die Unkenrufe, die Tonjägerei sei am Abzehren, vielleicht doch nicht ganz so unrecht haben. Aber dem Tüchtigen lacht das Glück, der Anpassungsfähige überlebt.
daher nochmals viel Glück, liebe Sektion Bern. Lebe lange, lebe gut, lebe stark.